Servus Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Minecraft auf creative-empire.de. Ja, unter meinem letzten Video hat die Eisblume 2000, glaube ich, drunter geschrieben, dass sie oder er oder wer auch immer eine Schmiede am Bauen ist. Vielleicht ist sie auch schon fertig, ich weiß es nicht. Und die Schmiede steht in H. Fürkenhausen, glaube ich, war das. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal dahin und ja, gucken uns die Spiele mal an. Oder den Rohbau. T-Spawn Fürkenhausen. Ja, halt nicht. H. Fürkenhausen. Sogar richtig geschrieben. Brain. Ja, wenn wir schon einmal hier sind. Es gelten allgemeine Serverregeln. Sehr löblich. Bitte baut mittelalterlich mit Eiche. Bestimmte Projekte, denke ich, was soll das heißen, können mit mir abgesprochen werden. Wir sind in der Hanse und somit haben wir wirtschaftliche Interessen, also nutzt dies. Es gibt eine Dorfbrauerei, aber falls ihr eine betreiben wollt, könnt ihr dies gerne tun. Da ihr diese Stadt repräsentiert, macht bitte nichts, was der Stadt schadet. Gott. Bitte legt einen Briefkasten an und entlockt diesen mit /unlock. Okay. Und ihr seid jetzt im Nordbund. Okay, gut zu wissen. Ich stelle jetzt mal das Wort mit zum Roleplay mit dazu. Hanseshop, Schwitzers Haus, Wohngebiet, Taverne, das soll irgendwo bei der Burg sein. Felder, Spawn. Vielleicht habe ich das auch irgendwie. Nicht nochmal. Muss mal gucken, dass ich irgendwie hier einen Überblick bekomme. Also, ich kann mir beim besten Willen nicht helfen, aber ich sehe keine Burg. Ah doch, jetzt da hinten hinter dem Haus versteckt. Dann gucken wir mal. Au. Ist nicht gut. Natürlich gut. Wenn die beschriftet gewesen wäre. Übungsplatz ein. Das ist eigentlich nur ein Rohbau hier. Also wenn das die Schmiede sein soll, ich kann noch mal gleich drum herumlaufen. Aber bisher ist das nicht besonders überragend. Muss man ja ganz einfach so sagen. Ein kleiner schöner Brunnen. Okay, jetzt. Ich schätze mal, ihr habt doch genug zu tun damit. Sehr schade eigentlich. Aber ich würde einfach mal sagen, wir gucken, dass wir dann trotzdem jetzt irgendwie was zusammengebaut bekommen. Das heißt, /spawn. Nein, nicht /spawn, /t-spawn. Wobei, ja, wer stimmt. Jetzt, wo ich es gerade sehe, wir haben ein neues Plugin, das Village Jockey. Könnt ihr gerne austesten und mal drunter und unter die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Ich gucke jetzt erstmal, ob mein NPC noch funktioniert. Damit kommt er nämlich jederzeit nach Streamhausen. Aber der Befehl sollte eigentlich nicht hier drin stehen, aber gut. So, jetzt gucken wir doch einfach mal. Erstmal was zum Abstecken. Wobei, nee. Die muss ich gleich noch rausholen, sehe ich gerade. Der hat hier drin nichts zu suchen. So. Das Einzige, was mir wirklich noch gefällt, ist das Lager. Oder das heißt, gefallen, das auch nicht so wirklich. Also die Regeltafel würde ich auf jeden Fall so lassen. Das Lagerhaus auch. Ich muss nur gucken, wie ich das jetzt irgendwie mal vernünftig hingebaut bekomme. Ich würde die Schmiede so ein bisschen versetzt nach hinten setzen.
1, 2, 3, 4, 5. Man kann eigentlich hier einen hinsetzen. So, dann hier eine Tür hin. Fenster hier hin. 1, 2, 3, 4. Hier noch ein Fenster hin. Also ein Schmied braucht ja, um das Feuer anzuheizen, auf jeden Fall Holz. Das heißt, ich würde. Das ist eher der Wohnbereich hier, würde ich jetzt mal so sagen. Das ist hier hin ungefähr. Oder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann setzen wir hier noch einen hin. Vielleicht passt das besser. Aber das passt mir, gefällt mir noch nicht so hundertprozentig. Erstmal das Abstecken ist schon eine Herausforderung. Das merke ich gerade mal wieder. 1, 2, 3, 4. Dann setzen wir hier einen hin. Dann machen wir zweite breite Fenster. Dann kommt. 3, 4. Hier muss dann noch einer hin. So. So. Jetzt ist die Frage: Machen wir so eine Hütte, so eine langgezogene Hütte? Dann hier so ein Vordach hin quasi, also muss man selber kurz gucken. Das sieht dann eher aus wie so ein halber Stall. Schwierig, schwierig. Dann mal bis nach hier hin. Und genug Platz haben. So, bis hier ungefähr die Hütte vielleicht hin. Dann hier eine Wand rein. Ja, hier so eine Art Schuppen reinbasteln mit einer Tür hin. Hier die Hütte von dem Schmied. Das wird später dann noch mit Eiche oder sowas verkleidet. So, erstmal als Grundgerüst. Dann hier irgendwie einen Ofen hinbasteln oder so an die Ecke. Ofen. Vorne so eine kleine Wasserstelle, wo die geschmiedeten Sachen abgekühlt werden, also ausgehärtet werden können. Hier drinnen irgendwelche Rohmaterialien, vielleicht auch Werkzeuge. Von der Größe her müsste es auch ungefähr hinkommen. Ich glaube, das mache ich. Hacken wir mal ein bisschen Eiche ab. Dass wir die Stützbalken haben, das Grundgerüst quasi. So. Ja, ansonsten, was gibt es sonst so bei mir Neues? Ich bin zurzeit jetzt auf meinem. Fahre ich zurzeit auf dem Rettungswagen mit. Jetzt kann ich hier, Eichenholz nach hier. Ist sehr interessant, macht sehr viel Spaß, definitiv. Man lernt echt Neues und andere Sachen zu schätzen. Ja, dementsprechend ist natürlich auch wieder bei mir das Zeitliche, wie es ja eigentlich fast immer so bei mir ist. Nicht gerade gut, aber ich versuche trotzdem jetzt wieder mit den Videos besser hinterher zu kommen. So. Ob es klappt, weiß ich natürlich nicht. Das kann ich nicht versprechen.
Aber ich gebe natürlich mein Bestes. So. Können wir noch ein Zwerin, klar. Zur Not muss ich halt, ich kann natürlich mal gucken, slash T. Gut, damit komme ich noch ein paar Tage raus mit meiner Stadtsteuer. Ich könnte auch die Tags ausstellen, wäre eigentlich auch kein Problem, aber wollen wir ja nicht. So. Ja, ich glaube, da komme ich nicht durch. So, an sich ist das ja schon eine schöne Sache mit dieser offenen Stelle, wo man da hinunter arbeiten kann als Schmied. Ich glaube, das wäre sich auch tatsächlich so. Also als Grundgerüst. Wenn da noch jemand irgendwie Verbesserungen machen kann, der weiß jetzt ungefähr, wie ich das Grundgerüst von meiner Schmiede auf jeden Fall schon mal aufgebaut habe. Und kann dementsprechend natürlich auch weiterbauen. Habe ich noch irgendwo Bruchstein? Ha, ein Wahnsinn. Den ersetze ich natürlich falsch. Brain. Ja, das anziehen wieder. Diese wunderschöne Rüstung vom Texture Pack von Studio Winter. Winter, ich kriege das nie ausgesprochen. So. Was müssen wir jetzt noch machen? Und 4. Hier halt. Und 2. Streamhausen. Bei und 4, weil ich ja Admin bin, Beatrix. Wie war noch mein Name, verdammt, in-game. Wozu hat man denn die Dünnmap? Dünnmap Freebyte. Beatrix 1802. Beatrix 1802. So, jetzt weiß jeder, wer die Stadt gehört, dass die Stadt auch dem Admin gehört. Und die Regeln kommen irgendwann später dahin. So, wenn ihr jetzt die Schmiede weiterbauen wollt, könnt ihr das gerne tun. Schreibt danach wieder unten in den Videokommentar rein, wenn ihr was ausgebaut habt, wenn ihr was gebaut habt oder euch überlegt habt, wie man das so ein bisschen designen kann, so mit den Schmieden und allem drum und dran. Ich gucke, dass ich das damit eingebaut bekomme. Und ich würde einfach sagen, dann bis zum nächsten Mal und wobei ich überlege gerade, es wäre eigentlich sinnvoll, wenn ich immer jetzt im Wechsel die Videos mache, sprich im nächsten Video fange ich schon was anderes an zu bauen, dass die Leute die Chance haben für meine Schmiede, also wenn sie was machen wollen für die Schmiede, das erstmal testen können, designen können. Und dann das unter dem Video drunter schreiben, ich mir das angucken kann. Und dann im übernächsten Video ist das wieder Sachen hier von der Schmiede aufnehme. Und im nächsten gucke ich mal, was dann so kommt. Das habe ich noch schnell ein hier alles. Kann man nämlich immer gebrauchen. Ich glaube, hier ist das Problem, weil hier die Eichenbäume sind. Ja, deswegen zerfällt die nicht. Dann nehmen wir hier noch schnell alles weg. Und danach war es das, glaube ich, auch schon wieder von der Folge. So, ich glaube, das. Ob hier noch was runterpürpt, wir werden sehen. Wetten werden noch angenommen. Hm, komm, löst dich auf. Komm! Was ist denn mit dir? The Domi joins the game. Hallo, The Domi. So, don't we have the game. Ob er mich gehört hat. So, jetzt habe ich es kaputt gemacht. So.
Gut, dann ich bin auf eure Kommentare gespannt und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und guckt wie üblich Facebook, Steam-Gruppe, Hallo Sodomi, Facebook, Steam-Gruppe und alles, was noch unten in der Videobeschreibung ist. Guckt einfach rein und wenn es euch gefällt, lasst ein Follow da. Bis die Tage!